Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück in der Welt von Tomb Raider mit Jack zockt. Tomb Raider 4, The Last Revelation mit der wahnsinnig sexy Lara Croft natürlich. Ja, das muss einfach sein. So, wir sind ja das letzte Mal am Tor zur Zitadelle angekommen. Und wir haben so dieses Drachenbiest dort gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, hatte ich gespeichert, nachdem das aufgetaucht ist oder davor? Ich weiß es gerade nicht mehr. So, nichts weiser, ich weiß. Ich habe natürlich hier wegen dem Geheimnis, habe ich hier natürlich hier notfalls offen, falls ich nicht da weiter weiß wegen dem Geheimnis, aber das kennen wir ja. Jo. Damit also ist auf gewisser Weise Tomb Raider Girl mit am Start. Jo, Grüße gehen raus, falls du das hier mal sehen solltest. Dankeschön auf jeden Fall für diese indirekte Unterstützung. Jo, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Jo, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt hergekommen sind. Jo. Hier war. Nee, von hier sind wir. Nee, Moment mal. Hier hinten. Hilfe! Hilfe! Scheiße! Lara, die beißen! Wir brauchen mal hier Beleuchtung. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, oder? Kann das sein? Da müsste ja der Typ hier noch um die Ecke liegen. Ich muss das gerade mal. Da liegt ein Autowagen. So, wo bin ich hergekommen? Von dort nicht. Verdammt. So, ich hatte hier gespeichert. Ich bin, glaube ich, ein Stückchen zurückgegangen, damit ich hier in Ruhe den Folgenabschluss machen kann für die letzte Folge. Ich muss das erstmal wieder geistig für mich hier verarbeiten, das Ganze. Ne, hier nicht in der dunklen Ecke. Hier unten ist es das, wo ich gerade runtergesprungen bin. Stopp. Da steht das Auto. Wo bin ich gerade hier runtergehüpft? Da bin ich runtergehüpft. Ah. Oh, keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Aber da Lara hier offenbar ihrem Ende entgegensieht hier unten, glaube ich nicht, dass ich hier richtig bin. Okay. Dann gehen wir mal hier zurück. Notfalls, ich habe gerade komplett die Orientierung verloren. Hatte ich die immer als. Keine Ahnung. Was ist hier? Ach, hier kommt. Hier kommt Heuschreckenschwarm. Ach, hier ist das Vieh. Ach, ich bin hier hinten hergekommen. Ach verdammt. Wieso habe ich das liegen lassen? Okay. Warum bin ich so bescheuert? Hier bin ich lang gerannt gerade. Und hier sind gerade. Was ist das denn? Ja, irgendwas von Krokodilen hatte ich tatsächlich gelesen. Da würden wir mal versuchen. Also an dem Drachending sind wir jetzt offenbar vorbei. Ja, wir haben es gerade hier mit dem Kroko zu tun gekriegt. Nein. Oh, das Speichermädel. Mensch. Ja, wir machen das mal hier hin. Ja, wir machen mal hier eine Fackel an. Hier ist was. Wo geht's denn hier hin? Wow.
Jo. Oh mein Gott. 5 Schalter. Mann, Mann, Mann. Das ist wieder ein Schalterrätsel. Wir könnten natürlich nachsehen. Aber ich werde mal versuchen, das alleine auf die Reihe zu kriegen. Dafür sind wir ja schließlich hier. Ja. War hier auch ein Schalter? Nee. 5 Schalter. Ich hatte erst von 5 Schaltern gelesen. Das hatte ich gelesen. So, hier sind aber 3. Und hier sind... Wie viel hier... Nee, hier ist die Tür. Ja. Die Frage ist, müssen wir alle Schalter ziehen oder nicht? Wir hatten das ja schon beim... Soll ich hier oben etwa hin? Ich würde mal versuchen, hier hochzukommen. Natürlich muss ich mich auch in die richtige Richtung drehen. So. Da gibt es ja erstmal Anschauungsmaterial. Ja. Hier ist der vierte Schalter. Hier ist der vierte Schalter und da drüben. Wo ist der fünfte? Wo ist Schalter Nummer 5? Da oben geht es noch weiter. Jo, wir speichern aber mal. Als ich hier. Ja, genau deswegen. Du sollst dich da oben festhalten, Mädel. Macht sie nicht. Hier oben vielleicht. Das sieht im Dunkeln sieht das aus wie eine Schräge, dass da vorne eine Kante ist. Bist du bald mal weit genug vorne? Aber das sieht nicht aus wie eine Schraube, Kante. Nö, ist auch keine Kante. Nö, okay, hier ist also Schalter Nummer 4. Wo ist Schalter Nummer 5? Wir laden natürlich neu. Wir wollen die Fackel sparen. Nö. Kann ich hier drauf hüpfen? Nein. Kann ich nicht. Nö. Ja, gib mir doch mal hier. Mensch. So was. Entschuldigung. Ich hatte gerade was gesehen. Irgendwas hatte ich doch gerade gesehen. Wo ich hin wollte. Ist das dort eine Leiter, eine Kletterwand dort oben? Was ist denn hier oben überhaupt? Kann ich dorthin? Glocken. Irgendwas mit... Stimmt. Das Seil hier war irgendwo ein Seil. Wo ist das Seil? Da oben. Da komme ich aber von hier unten nicht ran. So was, ich würde jetzt einfach blind mal hier die Schalter ziehen. Mal sehen, was passiert. Ja. Weil wenn ihr stundenlang blind daneben, tatenlos daneben stehen, dann wird eh nichts passieren. Ich schätze, alle Schalter zu ziehen ist falsch. Aber wir probieren es einfach mal aus. So, jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Oder? Nee, das Ding hat sich beiseite geschoben. Und was ist hier unten? Hier muss auch das nächste Ja, mach mal. Was ist das? Wo ist das? Oh. Ich geh mal raus hier. Jetzt würde ich mal oben den vierten Schalter ziehen gehen. Kommt sie natürlich hier nicht lang. Und, und gebt mir eine vernünftige Ansicht, das ist ja furchtbar. Ich komme mir schon fast vor wie bei Baphomets Fluch 3 und 4. So, dann ziehen wir mal den Schalter. So, geht das zweite rüber. So. Dann muss irgendwo noch ein fünfter Schalter sein. Nee, das geht wieder zurück. Oder? Nee, doch. So, wir speichern mal hier auf einem neuen Platz. Jetzt lass mal das verdammte Brecheisen in Ruhe, Mensch. So, hier, bitteschön. So. Ja. Gehen wir hier runter. So. Was ist hier unten? Ach, das ist der fünfte Schalter, oder was? Ui. Das ist natürlich durchaus schlecht. Da müssen wir jetzt mal mit Medispacks hier protzen.
Scheiße! So, hier geht's rein. So. So. Fledermäuse erschießen. Das ist irgendwie so ein Knackpunkt. Das ist so ein Knackpunkt, als es um das Geheimnis ging, als ich das wegen dem Geheimnis gelesen habe. Was werden wir jetzt machen mit dem Geheimnis? Dann muss ich gucken, wo ich hier hinkomme. Da war doch gerade was hinter mir. Also hinter Lara. Oder? Nein! Nein! Hör auf! Das ist gerade Mist! Was soll denn das? Hab das denn bald mal? Hört auf, Lara da unten einknabbern zu wollen, Mensch. So, okay. Kann ich jetzt endlich mal hier Ruhe in Ruhe mich um das Seil kümmern, Mensch? Das ist ja furchtbar. Immer diese ganzen Ablenkungen. So. Hier drüben war irgendwo die Glocke. Irgendwas wegen der Glocke war's. Was ist hier drüben? Wir werden jetzt mal an das Seil hängen. Die Geheimnisse, die sind ja immer so, dass, ich werde das jetzt mal ohne gucken hier versuchen. Soweit wie ich das, schaffe. Und wenn ich... Ja, okay. Jetzt hängen wir erstmal an dem Seil. So. Wir drehen uns mal ein Stückchen um die eigene Achse. Hier ist natürlich links, das ist das neue rechts. So, wo geht's dort hinten hin? Was ist da hinten? Ich würde mich mal dahin schwingen wollen. Da, darüber in die Ecke. Da ist ja irgendwas mit der Glocke, habe ich gesehen. Okay. Na hier. Okay. Mit der Glocke war irgendwie. Kommen wir irgendwie anders an diese Glocke ran? Was war da hier? Das Weib soll sich immer links rumdrehen, das dreht sich aber rechts rum. Was ist da drüben? Wir würden es mal da drüben versuchen. Vielleicht kommen wir hinten rum irgendwie an diese verdammte Glocke ran. Wenn wir das überhaupt müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Hm. Auch eine Glocke. Das war natürlich verkehrt. So, wo könnten wir noch hinkommen mit dem Seil? Wie sieht's denn hier oben aus? Hier oben, das ist irgendwas. Da hängt irgendwas. Was soll das denn sein? Also von hier aus hier über das Ding hier drüber springen und in die Ecke. Kommen wir nicht, oder? Nee. Das sieht nicht danach aus. Ich schätze mal, wir sollen der reguläre Weg geht da drüben lang mit dem Seil. Aber ich würde, wie gesagt, hier an diese verdammte Glocke wollen. Weil irgendwas war mit den Glocken. Das habe ich gelesen gehabt. Da oben ist auch noch eine Kante. Das sieht doch auch irgendwie wichtig aus da oben. Wir hüpfen erstmal wieder an das Seil dran. Komm. So, Mädel. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich schätze mal, da drüben geht's weiter. So, wir wollen aber nicht weiter, wir wollen ja das Geheimnis haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Glocken zu tun hat. Ich würde das mal so machen. So, dass wir nicht auf dieser Schräge landen da. So, aha. Jawohl. So. Frage ist, was will ich jetzt hier?
Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall. Bingo. So, wir speichern das mal. Wir speichern das aber extra. So. Damit hätten wir das Geheimnis gefunden hier für das Level. Weil hier gab es ja, glaube ich, bloß eins. In diesen kurzen Leveln, da gab es immer nur ein Geheimnis. Ah. So. Ist das etwa alles? Ist mir scheißegal, wie viel hier rumliegt. Wir haben das Geheimnis und fertig. So, das müsste jetzt Geheimnis Nummer 58 sein. Und? Es ist Geheimnis 58, genauso wie es hier steht. So, dreht euch um, bla bla bla, zur rechten Glocke. Okay, darunter Spalt haben wir gemacht. Alles richtig gemacht. Armbrust und klettert zurück hinaus. Lasst euch... Bla bla. Bringt wieder zum Seil. Klettern, springen. Und von wo raus. Okay, alles klar. So, jetzt muss ich einfach mal gucken. Hier gab es in dem Abschnitt gab es jetzt kein neues Geheimnis, oder? Nö. Das nächste gibt es dann im nächsten Level, würde ich mal sagen. Da gucken wir jetzt erstmal fix nach. Ja. Hier ist keins. Halten wir mal weiter. Wann gibt es Geheimnis Nummer 59? Geheimnis 59 gibt es in der Stadt der Toten. Aber nicht hier. So, das ist das nächste Abschnitt. Wir haben wir zurück wieder bei Tulun. Das ist ja, das geht ja dann dauernd durch die ganzen Level hier hin und her. Das ist ja furchtbar, das. So, okay. Riesenkäfer, oh, Fledermaus, bla bla bla, Ausgang. Ja. Okay. Alles klar. Den Rest würden wir jetzt so weitermachen. Jo, haut hier. Hoch hier, komm. Wir haben jetzt 58 Geheimnisse, fehlen uns noch 12. Dann haben wir alle. Ist das hier eine Kletterwand? Nö. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier in den Gang reingegangen, hier hinten. Hoppala. So, wir speichern aber mal. Ich denke mal, diese Heuschrecken, die werden mir wieder entgegenkommen. Oh, weia. Wir müssen versuchen, gleich aus dem Lauf heraus an das Seil zu springen. Sind wir gerade? Hört das auch mal wieder auf? Haut ab. Ach da. Okay. Jo. Ja. Nochmal sehen. Nur um ganz sicher zu gehen. 58, genau. So. Nein. So. Können wir hier oben eigentlich hin? Was ist das eigentlich? Hä? Ja. So. Dann würde ich mal hier lang gehen. Oh. Oh. Das sind aber ein paar hartnäckige Viecher. Dann würde ich das mal mit der Schrottmunition versuchen hier mit der Schrottflinte. Natürlich. So blöde kann auch nur ich sein. So. Ja, nein, pack mal das Ding aus. Pack die Dinger ein und pack das Ding aus. So, weiter. So. Kommen wir so hier hoch?
Ah, wo ist das Ding? Die sind, die beißen sich aber ganz schön fest, wenn ich mir die Power von der Lara angucke, die sie noch hat. So, geht's hier hoch? Nö. Darüber bestimmt, guck mal. Hier ist eine Kletterwand. Das ist eine Kletterwand, oder? Die Frage ist, wo bringt mich diese Kletterwand hin? Nur hier runter. Das ist eine Kletterwand. Ja. Das ist wie gesagt, wo bringt mich die hin? Hier nicht weiter. Hier auch nicht runter. Ich halte diese Kletterwand gerade für ein bisschen sinnfrei. Oder kann ich rumklettern um die Ecke? Gucken wir einfach mal. Genau. Was ist hier? Können wir uns hier oben hin? Ah! Das Problem ist jetzt allerdings. Nee. Wir haben ja keine Chance hier dran zu kommen. Das ist das Problem. Wenn ich sie mal kurz fallen lasse, oder? Dann ist sie so. Dann ist sie hier. Nee. Ja, tut mir leid. Wirklich? So, gut, dann lassen wir die Kletterwand erstmal Kletterwand sein. Nee, von hier bin ich gekommen. Wo will ich hin? Ja, hier drüben weiter. Ich schätze mal, ich muss über die Kletterwand dann erst zurück. Wobei, komme ich jetzt eigentlich darüber? Ja, wenn das Weib mal springen würde, dann vielleicht. Dann ließe sich unter Umständen drüber reden. Aber solange Madame hier nichts macht, wenn ich drücke. Hier, komm, dreh dich um. So, hopp. Und rüber da. Genau. So. Ich denke mal, sie wird sich gleich an der Kante hier stoßen, wenn ich versuche, da drüber zu springen. Okay, halt. Die kann aber erst wirklich auf die Viecher ziehen, wenn die wirklich schon da sind und hier Lara halb tot gefressen haben. Ja. So, speichern. Komm. So. Und jetzt da. Wo ist die Kletterwand? Ich schätze mal. Kann ich hier oben hin? Ach so, wartet mal, ich habe da gerade was gesehen. Da oben. Ist das hier direkt oben drüber? Nö. Nein, was soll denn das? Das ist ja böse. Kletter hoch. Ah. Jawohl. Das ist ja gemein. So, jetzt will ich erstmal hier das Medipäckchen haben. Krieg mal rein hier, komm. Mach mal. Ja, raus hier. So, jetzt muss ich gerade einen Sinn finden, warum ich hier mich rüberhangeln sollte. Um an die Kletterwand dort zu kommen, oder wie? Weil ich komme ja so, eigentlich so hier rüber. Ne, Quatsch von... Hä? Wo bin ich hier überhaupt? Da ist das zum Hangeln. Dort ist die Kletterwand.
Könnte ich mich natürlich zurückhangeln. Und dort bin ich gekommen. Was ist das hier oben? Weiß ich gerade nicht. Da oben geht's weiter, oder? Oder hier oben auf der Plattform. So, ich würde mal speichern. Hängst du dich hier oben dran? Nein. Muss das erstmal hier für mich selber verarbeiten. So. Dann würden wir mal den Weg gehen, den uns die Kletterwand hier so also ein bisschen versucht vorzuschreiben. So, lass mal los. So. Und nun? Das kannst du hier rüber springen. Das kennen wir ja schon. Hier waren wir ja schon. So. Hier könnten wir tatsächlich auch wieder zurück. Darüber kommen wir nur über die Kletterwand zurück. Bin gerade ein bisschen überfragt. Was ist da unten? Wir gehen mal hier zurück und springen auf das. Kommen wir bis da drüber? Ja. So. Ich würde mal da unten hinspringen. Da oben hinein. Speichern. Schaffst du das überhaupt? Jawohl. Ja, gib's mir. Erfolgsmusik ist natürlich auch wieder am Start. Mach mal hier. Mach mal kurz ein bisschen Beleuchtung. Dass das Bild immer sonst hin und her springt, das ist furchtbar, das hasse ich sowas. Ja. Lara. Komm auf. Was wird denn das? Ich höre doch noch was. Ist doch noch was? So. Wir speichern das mal auf dem neuen Platz. Hier, bitteschön. So. Was ist jetzt hier unten? Ach, das ist die Ecke, wo ich sie erst habe runterstürzen lassen. Okay. Wo komme ich dorthin? Muss ich dorthin? Ich gehe mal davon aus, dass ich da drüben hin muss. Ich weiß es nicht. Ach, naja, Leute, Mensch. Lass sie sich doch mal bewegen, Mensch. Das war aber knapp. So, was ist das jetzt hier? Ach, das ist hier diese. Ist das diese Medizin, die da braucht, oder was ist das? Wir gucken uns das gleich mal an. Erstmal speichern wir das Ding und dann gucken wir an, was wir gerade eingesammelt haben. Spezialbenzinkanister. Ach so, das ist für das Motorrad. Wir brauchen das also. Alles klar. So. Was ist hier unten jetzt? Wie komme ich hier wieder zurück? Komme ich hier überhaupt wieder zurück? Die Grube? Nee. Doch, wir müssen wahrscheinlich hier unten lang, oder? Ich muss darüber, wo ich vorhin schon mal war, am Anfang der Folge. Ja, aber. Ich gehe mal einen Schritt zurück hier. Wie wir das benutzen und wie wir hier weiterkommen, sehen wir tatsächlich schon in der nächsten Folge.
Und damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch heute gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.